Okay. Hier scheint nichts zu sein. Und ich wünschte, ich hätte das gerade nicht gesagt. Wie klein sind wir eigentlich? Dass wir hier so nah am Boden kraucheln. Ich will nicht hier sein. Es war eine scheiß Idee, diesen Abschnitt noch zu machen. Oh Gott. So, da lang. Okay, dann sehe ich weiter, wo lang. Okay. Ja, tut mir leid, wenn ich hin und wieder stellenweise so leise bin. Einmal liegt das daran, dass ich hier teilweise sehr konzentriert sein muss. Und zweitens ist es irgendwie im echten Leben. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, wenn man laut ist, hören die Viecher einen. Okay. Da lang. Jawohl. Oh Gott, das war knapp, glaube ich. Wo zum Teufel ist das Vieh eigentlich immer? Hier dürfen wir uns nicht schnell vorbewegen, sonst haben wir ein Problem, glaube ich. Also dieser Horroraspekt, der passt irgendwie nicht zu dem Spiel dazu und mein Auge juckt. Ah, mit den Kontaktlinsen, ey. Ich würde sagen, darüber. Zum Glück brauchen wir nicht viel Anlauf. Ich dachte gerade, ich sehe ein Auge. Oh Gott. Oh Gott. Da lang. Und weiter. Immer erstmal warten, was passiert. Das sieht aus, als müssten wir da lang. Jo. Oh Gott. Da komme ich nicht mehr ran, wir sind tot. Ich habe auch den falschen Ort gepackt, das habe ich gemerkt. Ja, das war einsame Spitzenklasse. Ach so, da war ich am Safe Point. Ich dachte, wir wären hier gelandet. Hier aufhören, sonst knallen wir dagegen. Ja, aber dann da nicht mehr packen können, ist herrlich. Hier will ich hin. So, warum haben wir hier keinen Safe Point? Das wäre besser. Gut, hier lang. Komm schon. Ah. Ich hab's versucht und dann hab ich zu schnell leider wieder losgelassen. Glück wartet hier gerade kein Monster auf uns, ey. Okay, hier dran. Jawoll! Jawoll! Hör auf! Okay, und nicht bewegen. Okay. Don't move when the eye looks at you. That's what the boy said. I wondered what he meant by that. Hast du das noch nicht bemerkt, alter Mann? Das habe ich euch schon mal irgendwie bemerkt. Ich habe zwar dieses Auge noch nicht gesehen, aber es hat anscheinend schon auf uns geguckt. Auf uns geluckt. Ich bin bei jedem Schritt vorsichtig. Ich glaube, wenn ich irgendwo auffalle, warte ich erstmal ab, was passiert. Okay. Gott.
Zum Glück braucht man nicht wirklich Anlauf dafür. Ich habe das Auge gesehen, ich habe das Auge gesehen, ich habe das Auge gesehen. Don't move. Da ist das Auge. Ich warte noch eine Runde. Oh Gott. Wo gehört dieses Auge wohl zu? Okay, ich warte hier. Immer nur ganz kleine Schritte machen. Zum Glück gilt das nicht schon als Schritt. Schneller, schneller, schneller. Und ich bewegen. Boah, ey. Zu welchem Vieh gehört bitte dieses Auge? Ich weiß nicht wohin. Hier war eine Rune, Moment. Okay. Dort lang, okay. Da hoch. Ah, da, okay. Ich hab's gesehen. Nächstes Mal. Keine Zeit verschwenden. Oh, wir sind verdammt nah am Auge. Ja, natürlich. In Richtung Auge natürlich auch noch. Von was ist das bitte das Auge? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber scheiß drauf. I wouldn't be able to beat this thing with force. Best if I simply sneak past him. Ach du Scheiße, war das gerade knapp. Sie braucht ja noch nicht mal einen Grund, um das Auge zu öffnen. Ich warte. Ich bin zurück. Schon mal laden. Das geht ja zum Glück währenddessen. Die Öffnungs- und Schließungsphase kann man zum Glück selber noch verwenden. Hallo? Hier noch sehen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob es uns hier noch sehen kann. Es scheint aber nicht mehr so. Öffnet das Auge. Oh, jetzt guckt es sich wieder um. Okay, es hat sich eine Zeit lang nicht mehr umgeguckt. Deswegen dachte ich, sie sieht uns nicht mehr. Aber es scheint erst in Ordnung zu sein. Okay. Was zum Teufel ist das für... Und wo zum Teufel muss ich hin? Und warum zum Teufel habe ich nicht aufgehört? Ah, da, als ich konnte. Neuer Abschnitt, juhu, neuer Abschnitt, neuer Abschnitt, neuer Abschnitt. Oh Gott. Ein neuer Abschnitt, hier höre ich dann auch auf. 40 Minuten Aufnahme reichen. Oh, das ist ein Nervenkitzel. Nee, ich habe irgendwie das Bedürfnis, gerade da vorne zu gucken, was da hinten sich so bewegt. Aber das scheinen auch nur diese Erze an der Wand zu sein. Boah, ich habe das Bedürfnis, aber nein. Dann bereue ich es gleich. Jetzt habe ich so ein Gefühl. Gut. Nachdem wir das Monster geschickt umgangen haben, jetzt noch ein bisschen Stealth-Action, würde ich sagen, beende ich hier diesen Part. Freue mich auf eure Kommentare dazu, wie ihr das Spiel bisher findet, weil ich finde es extrem geil, muss ich sagen.
Und damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.